Also bei uns gehen insgesamt rund 200 Kinder in die Grundschule, von der Vorschulklasse bis zur vierten Klasse. Und es kümmern sich am Vormittag insgesamt 17 Lehrerinnen und Lehrer um die Kinder. Also mir gefällt an der Schule, dass wir da immer schöne Sachen machen können und dass die Lehrer immer auch nett sind. Ich mag unsere Betreuer in der Nachmittagsbetreuung. Also in der GBS. Und die lassen sich auch immer was Neues einfallen für den Nachmittag und helfen uns bei den Hausaufgaben. Und dann spielen wir auch viel. Die GBS ist sowohl am frühen Vormittag zwischen 7 und 8 Uhr buchbar, als auch ab dem Unterrichtsschluss bis abends um 18.30 Uhr. Und insgesamt 6 Erzieher und Erzieherinnen sowie weitere Mitarbeiter kümmern sich um die Kinder. Wir haben zunächst einmal das gemeinsame Mittagessen nach Jahrgängen unterteilt, sodass die Klassen altershomogen zusammen essen können. Und danach ist eine kleine Freispielzeit, bevor es dann an die Hausaufgaben geht. Ja, nach den Hausaufgaben ist freies Spiel oder man sucht sich einen Kurs aus, an dem man teilnehmen kann. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Basteln, Sport, Trommeln, Klavier haben wir. Wir haben eine Kooperation mit dem Hamburger Konservatorium. Also verschiedene Kurse, die ausgewählt werden können. Donnerstags machen wir immer beten wir immer ein Friedensgebet. Sonst ist immer ein Kind in der Woche dran und das darf sich dann aus unserer Gebetsmappe ein Gebet aussuchen. Dann geht es nach vorne, sagt das halt vor und so. Und das ist auch ganz schön. Also auch wenn man dann selbst mal vorne steht und die ganze Klasse hört einem zu. Das ist bei uns ganz in den Schulalltag integriert. Bei uns sind ja 2 Stunden Religion für jede Klasse verpflichtend. Das heißt, jede Klasse hat Religionsunterricht, an dem auch alle Kinder teilnehmen. In jeder Klasse hängt ein Kreuz. Und wir haben die Kirche eben direkt nebenan, sodass wir mit den einzelnen Jahrgängen, auch wenn wir möchten, spontan in die Kirche gehen können. Zum Beispiel, wenn irgendwas in der Klasse geschehen ist, ein Gebet sprechen können. Es sind ja nicht immer schöne Anlässe, weswegen man betet. Da ist die Nähe zur Kirche auch schön. Bei uns an der Schule sind die Eltern sehr gern gesehen und sind für uns wichtig. Ich bin jetzt seit 14 Jahren an der Schule und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gemeinsam mit den Eltern und mit den Kollegen wirklich rundlaufen kann. Und das ist etwas, was viele sagen, dass es bei uns an der Schule so ist. Das beschreiben sie oft mit den Händen. Also wir sind familiär, wir kennen uns, wir stützen einander und geben gut aufeinander Acht. Wir feiern die kirchlichen Feste, zunächst mal in der Klasse, aber manchmal auch im Klassenverband mit den Eltern. Dann gibt es die großen kirchlichen Feste, die wir in der Schule, in der Kirche feiern. Und da sind Eltern immer mit eingeladen. Dann haben wir einen Kinderflohmarkt, den die Eltern organisieren. Wir haben zu Fuß zur Schule, bei dem die Eltern mitmachen. Und gleichzeitig sind die Eltern im Elternrat, stehen mit Rat und Tat auch zur Seite, so wie es richtig heißt, den Lehrern, aber auch den Eltern. Also Kinder müssen hier nicht an der Schule katholisch sein. Wir sind immer schon ökumenisch aufgestellt gewesen hier gerade in unserem Viertel und das ist sehr gut so. Also natürlich nehmen wir sehr gerne katholische Kinder, aber auch evangelisch getaufte Kinder oder zumindest auch religiös interessierte Familien. Also wirklich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite sind wir stolz, die Kinder abgeben zu können, weil wir wissen, was wir geschafft haben gemeinsam. Und ich vergleiche das immer mit einem Edelstein, den jedes Kind bei uns zu Anfang bekommt. Die Kinder sind Edelsteine für uns, die wir kostbar halten, aber wir können sie ja nicht behalten. Wir schleifen vielleicht noch gemeinsam mit den Eltern weiter, aber dann können wir sie stolz und guten Herzens weitergeben. Sie haben so viel gelernt, dass sie an jeder weiterführenden Schule gut klarkommen werden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick in unsere Schule geben.
Wir freuen uns auf Sie und gerne können Sie sich anmelden für die Vorschulklasse 2021 oder für die erste Klasse 2021. Näheres finden Sie auf unserer Homepage katholische-schule-blankenese.de.